Heute Ulrike Meinhof im Porträt, politisch und privat. Wir zeigen Ihnen heute einen ungewöhnlichen Film. Eine Annäherung an Ulrike Marie Meinhof in Form eines sehr persönlich gehaltenen Porträts. Timon Koulmassis, der Autor, hat Ulrike Meinhof als Kind aus der Nähe gekannt. Er versucht heute zu begreifen, was ihm und vielen anderen damals unverständlich blieb. Er will den Lebensweg und die persönlichen und politischen Beweggründe finden, die diese engagierte Pazifisten in den Terrorismus führten und in den Selbstmord trieben. So entsteht das Bild einer vielschichtigen Frau, die sich weder in das Klischee der kommunistischen Staatsfeindin noch in das der Märtyrerin pressen lässt. Dieser Film will nicht die Geschichte der Roten Armee-Fraktion schreiben oder sogar analysieren. Er fordert aber dazu auf, sich mit und über Ulrike Marie Meinhof auch einem empfindlichen Kapitel in der Geschichte Westdeutschlands zu nähern. Einem Kapitel, das mit dem Fall der Mauer noch leidenschaftliche Debatten auslösen kann. Das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Anarchistin Ulrike Meinhof, eine der Angeklagten im Bader-Meinhof-Prozess, hat sich das Leben genommen. Sie wurde heute früh in ihrer Zelle in Stuttgart-Stammheim tot aufgefunden. Nach Angaben der Behörden erhängte sich die 41-Jährige mit einem Streifen von ihrem Handtuch am Fenstergitter. Noch im Laufe des Tages wurde die Leiche zur Obduktion gebracht. Die frühere Journalistin Ulrike Meinhof war 1970 nach der gewaltsamen Befreiung von Andreas Baader in den Untergrund gegangen. Sie wurde Mitbegründerin der Terroristenorganisation Rote Armee-Fraktion und rief zum bewaffneten Widerstand auf, bevor sie im Juni 1972 in Hannover festgenommen worden war. Seit knapp einem Jahr steht sie nun in Stuttgart-Stammheim vor Gericht. Ihrer Gruppe werden zahlreiche Sprengstoffanschläge und Banküberfälle zur Last gelegt, bei denen 5 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden sind. Hier eine der letzten Aufnahmen von Ulrike Meinhof. Wir haben als Kinder diese Jahre gemeinsam verbracht, Bettina. An deine Mutter erinnere ich mich kaum. Ich erinnere mich an den Spätsommerabend, an dem du und deine Schwester zu uns ins Haus gekommen wart. Deine Mutter, alte Freundin meines Vaters, war weggegangen, um für eine bessere Welt zu kämpfen, hatte man mir gesagt. Sie hatte euch entführen lassen. Ihr solltet in einem palästinensischen Waisenlager aufwachsen, damit sie sich dem bewaffneten Kampf widmen kann, der Deutschland, euer, unser aller Leben verändert hat. Am 14. Mai 1970 hatte die Geschichte angefangen. Ich war die Treppe, welche den Kindertrakt von der Elternetage trennt, heruntergekommen. Im Radio gab es Nachrichten. Ich erinnere mich an meinen Vater. Normalerweise unerschütterlich, war sein Gesichtsausdruck fast bleich und er murmelte nur, sie muss verrückt geworden sein. Seine Mutter war durch dieses Fenster gesprungen. War nach der gewaltsamen Befreiung von Andreas Baader geflohen. Sie hatte euch verlassen und kurz darauf die Rote Armee-Fraktion gegründet.
Heute bin ich an die Schauplätze ihres Lebens gereist. Ich habe Menschen getroffen, die ihr nahe standen, sie geliebt, sie begleitet haben. Ich wollte verstehen, welcher Weg zur Revolte, zum Terrorismus führt. Welches das besondere Schicksal deiner Mutter war, in dessen Licht das Leben eines Menschen und die Geschichte eines Landes sich wechselseitig erhellen. Also, Ulrike kam eines Tages in den Verlag, ich kannte sie ja in dieser Berliner Zeit, und hat gesagt, da sitzt ein sehr guter Genosse, sitzt im Knast, Andreas Bader, den Namen kannte ich natürlich, und ich will mit ihm ein Buch schreiben. Das heißt, wir wollen eigentlich kein Buch schreiben, du musst uns nur einen Vertrag geben, dass wir ein Buch schreiben wollen, und dann kann Bader aus dem Gefängnis ausgeführt werden in eine Bibliothek, und dort werden wir ihn befreien. Habe ich gesagt, gut, in Ordnung. Gefangenenbefreiung, besonders linke Gefangenenbefreiung, war eine große Sache, klar. Also haben wir diesen Vertrag gemacht und mit diesem Vertrag wurde Bader ausgeführt. An dem Tag vorher habe ich ihrer Rede entnommen, dass sie mit in den Untergrund will. Und dass sie dort eine Art militärischen Kampf anfangen wollen. Also dann sind wir aus dem Verlag gegangen und ich habe gesagt, komm, wir machen einen Spaziergang, weil der Verlag wurde natürlich überwacht. Und auf einem langen Spaziergang immer so um eine Alt-Berliner gusseiserne Pumpe herum habe ich versucht, ihr das auszureden. Es ist mir leider nicht gelungen. Das heißt, es ist nicht so, wie manchmal gesagt wird, dass sie sozusagen nervös und terrorisiert mit durch das Fenster gesprungen ist, sondern sie wollte mit. Das war schon klar. Und dummerweise habe ich es ihr nicht ausreden können. Was waren denn ihre Gründe oder Motivationen? Was war ihr seelischer Zustand? Naja, der Zustand war der eben, dass sie gesagt hat, mit dem Wort, das ergibt sich aus ihren Kommentaren, ist nichts mehr zu erreichen. Das ist eine taube Gesellschaft, die ist taub oder stellt sich taub, die muss man auf eine andere Weise angreifen. Stadtguerilla zielt darauf, den staatlichen Herrschaftsapparat an einzelnen Punkten zu destruieren, stellenweise außer Kraft zu setzen, den Mythos von der Allgegenwart des Systems und seiner Unverletzbarkeit zu zerstören. Stadtguerilla machen heißt, den antiimperialistischen Kampf offensiv führen. Entweder bist du ein Teil des Problems oder ein Teil der Lösung. Dazwischen gibt es nichts. Hätte sie denn noch was erreichen können? Ja, hätte sie erreichen können, natürlich. Zu einer anderen Zeit, nicht in dieser Zeit. In dieser Zeit war mit dem Wort nichts auszurichten. Später wieder ja. Aber es erklärt dann doch auch den bewaffneten Kampf dieser Leute. Ja, der bewaffnete Kampf, also der bewaffnete Kampf ist nicht zu verstehen ohne die deutsche Gesellschaft der 50er und 60er Jahre, nicht? Und ist, da kann man reden, was man will, unter anderem auch ein Ergebnis dieser unbelehrbaren und unter allen Umständen vergessen wollenden Gesellschaft. Jürgen und Monika Seifert waren 1958 Ulrike Meinhoffs Studienfreunde in Münster. Ulrike Meinhoff hat sich eigentlich, so wenn ich sie so einschätzen würde, definiert selbstbestimmt, das, was Hitler gemacht hat, darf nie wiederkehren. Und die Frage, was sagen wir unseren Kindern, wenn was Ähnliches wiederkommt, war die beherrschende Frage, die Ulrike Meinhoff für sich selbst immer gestellt hat. Das war aus protestantischer Überzeugung und Pflichtbewusstsein, das ist unsere Aufgabe. Antifaschismus hieß auch, sich mit den ganzen alten Nazis auseinanderzusetzen. Also dass es die noch immer alle gab. Also es war eigentlich dauernd so darauf hinweisen, wie schrecklich das jetzt eigentlich schon wieder alles war, gell? Wenn einer eben ein alter Nazi war und er war in der Zwischenzeit wieder der Kanzlerberater oder sonst was, dann war das nicht schlimm.
Wir haben ja zusammen Flugblätter gemacht. Ich habe hier eins mitgebracht, das Argument, der neue Erbfeind. Ganz wichtig, der erste Satz, Antikommunismus ersetzt Antisemitismus. Das heißt, hier war die Staatsreligion der Bundesrepublik war Antikommunismus und dagegen wandten wir uns. Und da hieß es doch, geht doch nach drüben. Und einer der ganz wichtigen Punkte, die in all diesen Flugblättern, als ich sie eben noch einmal durchgelesen war, war die Frage, warum diffamiert ihr uns? Warum diskutiert ihr uns nicht mit uns? Und ich glaube, wenn man an den Lebensweg von Ulrike Meinhof denkt, dann muss man sehen, dass sie Jahre, immer wieder Jahre dieser Diffamierung mit ertragen hat. Das schon heißt, ganz am Anfang ihrer politischen... Schon ganz am Anfang, bevor sie überhaupt tätig war, das kann man nur ahnen, wenn man weiß, dass sie, dass auch die, ihre Pflegemutter Renate Riemig in Oldenburg schon vom Verfassungsschutz beschattet worden ist. Immer wieder Diffamierung, Verfolgung für eine politische Haltung, dass das mit Kommunismus nichts zu tun hat, das kann man nun weiß Gott sagen. Ulrike war ja mehr oder minder Waisin und ist dann bei Renate Riemig aufgewachsen. Waren Sie mal da? Hm. Wie waren das? So, also diese 30er Jahre Einrichtungen, also die so, wo noch der Tisch und eine Lampe stand, aber nicht irgendwie so helle Möbel und aber klar, also relativ eben auch so ein evangelisches, ich stelle mir immer so evangelisches Pfarrhaus oder sowas ein bisschen so vor. Oder auch, es gab auch eine ganze Menge so linker, älterer linker Genossen, die waren auch so eingerichtet. War der Einfluss groß von Renate Riemig auf Ulrike? Ich glaube, ja. Also einfach so von diese ganze politische Haltung, eben genau diese komische Geopolitik, das kam ja ganz von ihr. Wie war denn Ulrike privat? Sie war damals um, weiß nicht, 24 oder 25 ja, oder sowas. Ernst. Aber ich glaube, wir waren beide relativ ernst durch junge Frauen. Also wenn der Herrgott will, dann ist ewig Frieden und ein Paradies ist uns dann beschieden und er schaut beglückt vom Himmelszelt. Ja. Sie war zart und war eine Frau, die sehr stark durch deutschen Protestantismus bestimmt war. Wir mochten uns, wir waren eng beieinander. Aber es war immer eigentlich die dritte Sache, die uns zusammengebracht hat. 1958 sollten hier in Deutschland Raketen stationiert werden und wir hatten hier eine Gruppe gegründet, Studentischer Arbeitskreis für ein kernwaffenfreies Deutschland, und ohne Ulrike Meinhof wäre das nie zustande gekommen. Wir stehen hier auf dem Hindenburgplatz, wo am 20. Mai 1958 Ulrike Meinhof zum ersten Mal hier in Deutschland wirklich vor 1000 Menschen gesprochen hat. Es war eine Demonstration, die vorher durch Münster marschiert ist. Das war für Münster in der Restaurationsphase der Bundesrepublik ein ungeheures Ereignis. Und es ist ganz merkwürdig, dass an diesem Tage ich wohl das erste Mal gehört habe, eine Rosa Luxemburg. Zwischen 1959 und 1967 lebt Ulrike Meinhof mit ihrem Ehemann Klaus Röhl in Hamburg. Als du Ulrike zum ersten Mal getroffen hast, wie war das? Liebe auf den ersten Blick? Nein, es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Es war eher so eine Art Abneigung auf den ersten Blick. Also ich mochte den Typ nicht, den so für mich ein Geschwister Scholl Herr Schnitt war, auch mit der Frisur, die sie damals hatte. Und sie mochte aber den Typ, den ich darstelle, auch überhaupt nicht. Sie sagte, ach, das ist furchtbar. Und was für einen Typ stellst du da? Ich stellte für sie einen Typ da, der irgendwie so, also nicht ganz vertrauenswürdig war, indem man nicht das nächste Auto verkauft, nicht? Oder abkauft. Ich machte eine Zeitung in Zusammenarbeit mit den Kommunisten, aber ich machte sie eigentlich so, wie ich sie wollte.
Die Kommunisten wollten etwas sehr Simples, so ein Friedensblättchen, das die Studenten zur Politik aufruft. Meine Mitkämpfer, sagen wir mal, und ich vor allen Dingen, erklärten Ulrike, dass nun hinter diesem Kampf gegen den Atomtod doch noch ganz andere Dinge standen und dass es ohne diese nicht zu lösen sei. Das heißt, wir weihten sie dann nach einigen Monaten ein in die Mysterien des Kommunismus, des illegalen Kommunismus. Die Partei war ja verboten. Ulrike fühlte sich sofort von dem nächsten Tag an, also mitkonspirativ, und in ihrerseits die anderen, diese Friedenstanten und Onkels, die nur diesen Protest im Kopf hatten, selber ganz haarscharf und klar im Sinne des Parteiauftrags mit zu manipulieren. Und dann aber befanden die Redakteure und auch die Partei, dass Ulrike selbst nach Hamburg geholt werden sollte. Und nun wurde sie ein halbes Jahr später oder noch etwas später, ein Dreivierteljahr später, das heißt schon 1959, nach Hamburg geholt und wurde dort Redakteurin. Und nun ergab sich natürlich ein stärkere tägliches Sehen und ein mehr noch kameradschaftliches Zusammensein. Wir haben dann 1961 geheiratet. Aber Ulrike hatte mir gegenüber eine wahrscheinlich begründete Skepsis und sagte, gut, wir heiraten, aber nur für 10 Jahre. Es genügt, wenn du 10 Jahre treu bist. Aber das verlange ich auch. Gut, und ich sagte, okay, und dann kam das, und auf diesem Bild kann man die kleine Skepsis auf dem Hochzeitsbild in Ulrikes Gesicht noch sehen, also als wenn sie sagen wollte, na Mäusebär, nun wird es aber auch mit den 10 Jahren etwas. Wunderbare Beine, Augen so wie keine. Wisst ihr, wen ich meine? Da gibt es nur einen. Nur Kitty Cat, nur Kitty Cat. Wunderschöne Haare, gerade 18 Jahre. Wisst ihr, wen ich meine? Da gibt es nur einen. Nur Kitty Cat, nur Kitty Cat. Wir haben unsere Kindheit im geteilten Deutschland verbracht. Im August 1961 errichtet Ost-Berlin die Mauer, welche deine Eltern in jenen Jahren häufiger überschreiten. Deine Mutter 10 Jahre später überquert, als sie endgültig im Untergrund verschwindet. Während der Bundestagswahl 1961, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, engagiert sich Ulrike Meinhof für die von Ost-Berlin inspirierte und finanzierte Deutsche Friedensunion. Liebe Mitbürger, am 17. September sind Wahlen. Bei diesen Wahlen fällen Sie eine schwere Entscheidung über unsere Zukunft. Über Krieg oder Frieden. Immer, wenn man bisher mit Soldaten, Bomben und Kanonen auftrumpfte, hat es Krieg gegeben. Erinnern Sie sich noch? 2 furchtbare Weltkriege. Fast in jeder Familie gab es Tote zu beklagen. Und was war das Ende? Deutschland war ein Trümmerhaufen. Soll es schon wieder losgehen? Wir haben 2 Worte zu unserem Programm gemacht. Neutral, atomwaffenfrei. Wenn Deutschland neutral wird,
dann kommt auch die Wiedervereinigung. Die Deutsche Friedensunion, deren Vorsitzende Ulrike Meinhoffs Schwiegermutter Renate Riemek ist, erhält nur 2,2% der Stimmen. Ulrike Meinhoff und Klaus Röhl sind den kommunistischen Funktionären zu unabhängig. 1964 stellt Ost-Berlin die Zahlungen an Konkret ein. Konkret überlebt durch Einführung für die Zeit tabubrechender Titelbilder und wird innerhalb weniger Jahre zu einer der meistgelesenen politischen Zeitschriften des linken Spektrums. Ulrike Meinhoff wird zu einer in ganz Deutschland geachteten Starkolumnistin. Success Story im deutschen Wirtschaftswunderland, dessen Erfolgsideologie und Wiederaufbaupolitik sie in ihren Artikeln gleichzeitig vehement bekämpft. Wir haben uns in diesen Jahren kennengelernt, Bettina. Sind Freunde geworden, als wir noch Kinder waren. Im Sommer fuhren wir an die Nordsee, auf die Insel Sylt. Noch heute kann ich nicht an diese Orte zurückkehren und an die Heiterkeit, die Unbekümmertheit dieser Wochen zu denken. Hier im Sommer 1967 ging es an diesem Weg hier ein ununterbrochener Strom von Leuten, bunt gekleideten Leuten, vorwiegend Prominenten, nicht nur Reichen, sondern Bekannten aus Film, Zeitungswesen, Funk, Fernsehen und so weiter. Auf und ab, ein Jahrmarkt der Eitelkeiten. Und 1967 mischte sich hier zum ersten Mal das nun alte Establishment mit dem neuen linken Establishment. Zu dem du und Ulrike gehörtest. Zu dem wir, Ulrike und ich, in der Tat gehörten. Und wir hatten uns nach einigen geringen Anfangsschwierigkeiten hier plötzlich sehr in diese Strandkorb, in diese Gesellschaft der nackten Reichen und Prominenten gemischt. Und insbesondere Ulrike war nach kurzer Zeit da so etwas wie ein gesellschaftlicher Mittelpunkt, wenn man davon hier reden kann, wo die Gesellschaft im nackten Zustand im Strandkorb sich abspielt, beziehungsweise die Partys, die Strandpartys, bei denen am Ende die Champagnerflaschen so aufgereiht auf den Strandbogen stehen, neben ihnen die Austernschalen von den eventuell gegessenen Austern. Während man lustig wie immer plauderte und dummes Zeug redete, wurde dann aber auch gesprochen über die APO und über die Unterdrückung und die Repression und die Dritte Welt und den Vietnamkrieg etc. Und alle bewunderten diese gleichzeitig schöne und kluge Frau. Manchmal habe ich das Gefühl, ich könnte überschnappen. Das Verhältnis zu Klaus, die Aufnahme ins Establishment, die Zusammenarbeit mit den Studenten, dreierlei, was lebensmäßig unvereinbar scheint, zerrt an mir, reißt an mir. Das Haus, die Fernsehauftritte, das alles macht nur partiell Spaß, ist aber neben anderem meine Basis, subversives Element zu sein. Fernsehauftritte, Kontakt, Beachtung zu haben, gehört zu meinem Beruf als Journalistin und Sozialist, verschafft mir Gehör über Funk und Fernsehen über Konkret hinaus. Menschlich ist es sogar erfreulich, deckt aber nicht mein Bedürfnis nach Wärme, nach Solidarität, nach Gruppenzugehörigkeit. Die Rolle, die mir dort Eintritt verschaffte, entspricht meinem Wesen und meinen Bedürfnissen nur sehr partiell, weil sie meine Gesinnung als Kasperle-Gesinnung vereinnahmt, mich zwingt, Dinge lächelnd zu sagen, die mir, uns allen, bluternst sind.
also grinsend, also maskenhaft. Meine Damen und Herren, zu so später Stunde noch einmal guten Abend. Am Tisch hier sind, hier rechts, Frau Ulrike Meinhof aus Hamburg, Kolumnistin der Zeitschrift Konkret. Ihre Autorität beruht auf den Argumenten, die sie vorbringt als Kolumnistin. Mir scheint die Problematik hauptsächlich darin zu liegen, dass eine ganze Reihe von Autoritäten, die es in unserer Gesellschaft gegeben hat, an Glaubwürdigkeit verloren haben. Eltern haben zum Beispiel Glaubwürdigkeit hinsichtlich ihres Verhältnisses zum Staat da verloren, wo sie sich mit dem Nationalsozialismus identifiziert haben. Die katholische Kirche hat an Glaubwürdigkeit verloren, dadurch, dass sie dem Nationalsozialismus ja geradezu zugelaufen ist. Das Phänomen ist nun aber, dass Autoritäten unglaubwürdig geworden sind, man sich also ihnen nur noch mit Zögern anvertrauen kann. Andererseits aber die Formen des Zusammenlebens in der Gesellschaft, in der wir uns befinden, noch immer außerordentlich stark autoritär sind. Es hatte sich ja im Jahre 1966 etwas auf der politischen Ebene realisiert, was wir alle schon vorhergewittert hatten, nämlich die Große Koalition. Die Große Koalition bedeutete, dass Kiesinger, ein ehemaliger Nazi, Kanzler wurde und Willy Brandt, ein ehemaliger Anti-Nazi, Bundesaußenminister. Alles, was nicht in dieses Spektrum passte, alles, was politisch nicht mehr durch diese unheilvolle Liaison von Nazi und Anti-Nazi abgedeckt war, versuchte sich anderswo, wenn nicht zu organisieren, so doch zu finden und sich miteinander zu besprechen. Und da geriet Ulrike auch eben in diesen Kreis, den ich damals schon eine Partyrepublik nannte. Es war eine kleine Gegenrepublik. Einerseits bewegte sie sich in den Höhensphären. Und auf der anderen Seite betätigte sich Ulrike sozialkritisch derart, dass sie in die Anstalten ging, sich für Sozialfürsorgezöglinge interessierte, dass sie Frauen am Fließband beschrieb und interviewte, dass sie überhaupt in den gesellschaftlichen Untergrund eindrang, wo die Gesellschaft wirklich finster und benachteiligt war. Es ist ein Grundwiderspruch, der sich immer wieder herstellt und der ihr Leben in der Substanz geformt hat und letzten Endes zerrissen hat. Nun passierte aber noch etwas Tragisches. Ich habe keine Zeit in meinem langen Leben wieder erlebt, wo so viele Ehen gefährdet wurden, neue Verbindungen sich anbahnten, Leute sich kennenlernten, Blicke getauscht wurden, Betten vertauscht wurden. Es war ein sehr wildes liberalistisches Leben. Es war das eigentliche Wirkungsfeld dieser Partyrepubliken und seltsamerweise eine Ehe, die auch damals dann der Zerreißprobe ausgesetzt wurde, war die Ehe von Klaus und Ulrike. Und Ulrike wurde ein Opfer dieses liberalistischen Treibens, an dem sie selbst gern Anteil gehabt hatte. Dieses Haus hat Ulrike ausgesucht. 1967 kauften wir das Haus und 1968, wenige Monate später, ist sie schon ausgezogen. Während das Haus gekauft wurde, war schon die Beziehung, die neue Liebesbeziehung. Und als das Haus bezogen wurde, machten wir eine riesige Party, zu der ganz Hamburg kam.
Aber diese Party war praktisch wie eine Hochzeitsparty, nur es war die Hochzeit mit der Geliebten, mit deiner Mutter. Techtelmechtel, Querbeet und auch ernstere Beziehungen zwischen unseren vier Eltern. In jenen Jahren waren für uns Kinder diese Verbindungen nur eine Gelegenheit, möglichst oft zusammen zu sein. Erinnerung aber auch an vorsichtige Neugier und Unsicherheit, der Gefühlsfreiheit, der Gefühlsverwirrung unserer beiden Väter gegenüber. Ich finde es ganz schön, wenn mir also erzählt wird, dass also meine Kinder in einem Tollhaus groß geworden sind. Sie sind ja. Das würde ich auch nicht unterschreiben. Das würde ich gar nicht unterschreiben. Aber wie lebt man das denn selber? Ulrikes Problem in jener Zeit ist überhaupt nicht der Mann oder ein anderer Mann oder überhaupt Mann gewesen, sondern Politik gewesen. Ich habe die schon 65 kennengelernt und das Engagement, wie man damals sagte, also die Betroffenheit und die Aktivität war so stark, dass der Mann dazu überhaupt nicht existierte. Also das finde ich nun gar nicht. Ich finde, dass das Politische bei Ulrike sicher sehr stark war, aber das Zentralzitat, das über dieser Frau steht, ist: In der Welt habt ihr Angst. Aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Das ist der Konfirmationsspruch, den Ulrike sich ausgesucht hat. Das letzte Zettelchen, was wir überhaupt von ihr kennen, der Kassiba einen Tag vor dem Tod, der im Gefängnis gefunden wurde, heißt: Angst ist reaktionär. Ich habe ernsthaft Angst. Ich kann nicht mehr, aber Angst wäre reaktionär. So, und jetzt hat dieses Waisenkind, dessen Vater mit 5 gestorben ist, als sie 5 war, dessen Mutter mit 13 gestorben ist, mitten in der Pubertät, und das als Waisenkind aufgewachsen ist, hier zum ersten Mal, und natürlich viel ernsthafter, als ich es oder die umliegende Gesellschaft ihr je sein konntet, etwas aufgebaut. Familie, Beruf, Kinder, das Haus, richtig, also das alles, was man haben muss, um dieses Waisenkindtum, dieses Verlorensein, dieses Verlassensein, diese Angst zu überwinden. Und das wurde ihr, oder das glaubte sie, wurde ihr genommen. Das war die tiefe Enttäuschung. Lieber Peter, da nun doch alles sehr endgültigen Charakter angenommen hat, schreibe ich mal ein paar Zeilen. Ich will nur sagen, dass ich eben tatsächlich ausgewandert bin. Der Entschluss, es wirklich zu tun, war ganz befreiend. Die Sache selbst ist mühsam, klar. Aber ich habe auch schon eine Wohnung in Berlin, mit etwas Garten. Ganz prima für unsere Bedürfnisse, da müssen nur noch ein paar Handwerker rein. Damit kenne ich mich ja aus. Ich weiß nicht, wie ich anders als abrupt hätte weggehen sollen. Aber abrupt ist ja nicht gleich aus heiterem Himmel. Der war schon längst nicht mehr heiter. Ich fühlte mich längst ganz schön nass und durchgefroren. Wenn du es einrichten kannst, dass man mal miteinander redet, ich wäre darüber ganz froh. Tschüss du. Alles Gute. Ulrike.1968 erreicht die Studentenrevolte ihren Höhepunkt. Die Aktionen der Studenten werden mit äußerster Härte niedergeschlagen. Während einer Demonstration gegen den Schah von Persien wird ein Student von der Polizei erschossen.
Die Proteste gegen einen Polizeistaatschef entlarvten unseren Staat selbst als Polizeistaat. Polizei- und Presseterror erreichten am 2. Juni in Berlin ihren Höhepunkt. Da begriffen wir, dass Freiheit in diesem Staat die Freiheit für den Polizeiknüppel ist und Pressefreiheit im Schatten des Springer-Konzerns die Freiheit, den Knüppel zu rechtfertigen. Am Widerstand der außerparlamentarischen Opposition wurde der Zustand unserer Demokratie überhaupt erst sichtbar. Die Bereitschaft der Herrschenden und Regierenden, zum offenen Terror überzugehen, wo immer Demokraten auf ihr Recht, das Recht, pochen. 1968 wird der Führer der Studentenbewegung Rudi Dutschke bei einem Attentatsversuch schwer verletzt. Ulrike Meinhof spricht daraufhin in einem Artikel von einem Recht auf Widerstand und Gegengewalt. Engagement ist natürlich nicht teilbar. Deswegen redet ja auch die Springerpresse so gerne von Engagement und die Provinzpresse. Und alle haben es wahnsinnig gerne, dass die Jugend sich engagiert. Und stellen dann allerdings in verblüffender Übereinstimmung immer die Frage, es kommt bloß auf an, wofür. Das ist die Frage, die wir zu beantworten uns angeschickt haben. Nämlich für eine Rationalität im Sinne von Menschlichkeit. Und deswegen sind wir nicht engagiert gegen, zum Beispiel wie Herr Hausen das, glaube ich, gesagt hat, gegen den Krieg im Allgemeinen, sondern wir sind engagiert für diejenigen, die sich versuchen zu befreien von Terror und Gewalt, und wenn ein anderes Mittel als das des Krieges ihnen nicht übrig bleibt, dann sind wir für ihren Krieg. Tina, wir haben uns in diesen 2 Jahren nicht gesehen. Dein Vater lebte zu dieser Zeit mit meiner Mutter. Er erzählte von dir, wenn er euch in Berlin besucht hatte. Wie haben Sie Ulrike in diesen Jahren gekannt? Eigentlich nur privat und persönlich. Unsere Kinder waren eben im gleichen Kinderladen und ich habe eigentlich erstmal sie nur als Frau und Freundin gekannt und dann haben wir halt zusammen an diesem Film gearbeitet und da habe ich sie dann auch als starken Kämpfer gegenüber Andersdenkenden kennengelernt. Erzählen Sie zuerst über den Kinderladen. Kinderladen, ja. Das war ja nun diese wunderbare Erfindung der 68er Jahre, dass man seine Kinder alle zusammentat und möglichst autoritär und sich selbst überlassen vor sich hin spielen ließ. Und da gab es dann auch zum Beispiel die Dienstpflicht der Eltern. Also jede Mutter oder jeder Vater hatte einmal in der Woche Dienst und das hieß also für die Kinder kochen und auch natürlich den Kinderladen sauber machen und naja, was alles so dazugehört. Und Ulrike hat sehr bald gemerkt, dass sie eigentlich nicht so besonders geeignet ist, weder zu kochen noch den sauber zu machen und hatte diese fabelhafte Anregung, dass an dem Tag, wo sie dran ist, sie doch einfach jemand schickt, den sie bezahlt dafür, dass er den Kinderladen sauber macht. Und das gab natürlich eine mittlere Revolution bei den Elternabenden, die sowieso eine triste Veranstaltung waren, weil es eigentlich immer nur um die verschiedenen persönlichen Schwierigkeiten der Eltern ging. Und Ulrike wurde also eigentlich politisch niedergemacht von den anderen Eltern. Und dann hat sie eigentlich den Kinderladen überhaupt nicht mehr besucht, nur noch ihre Kinder hingeschickt. Ach, Privatangelegenheiten sind eminent politisch. Kindererziehung ist unheimlich politisch. Die Beziehungen, die Menschen untereinander haben, sind unheimlich politisch, weil sie etwas darüber aussagen, ob Menschen unterdrückt sind oder frei sind, ob sie Gedanken fassen können oder ob sie keine Gedanken fassen können, ob sie etwas tun können oder nichts tun können. Von den Bedürfnissen der Kinder her gesehen ist die Familie, ist der stabile Ort mit stabilen menschlichen Beziehungen notwendig, unerlässlich. Schwer, unheimlich schwer. Na, ist schwer. Also ist das Problem aller politisch arbeitenden Frauen, mein eigenes inklusive,
dieses, dass sie auf der einen Seite gesellschaftlich notwendige Arbeit machen, dass sie den Kopf voll richtiger Sachen haben, dass sie eventuell auch wirklich reden und schreiben und agitieren können, aber auf der anderen Seite mit ihren Kindern genauso hilflos da sitzen wie alle anderen Frauen auch und sehr viele von diesen Frauen auch dieselben Schwierigkeiten innerhalb ihrer Familien haben, die alle anderen Frauen auch haben. Wenn man so will, ist das die zentrale Unterdrückung der Frau, dass man ihr Privatleben als Privatleben im Gegensatz stellt zu irgendeinem politischen Leben. Wobei man umgekehrt sagen kann, da wo politische Arbeit nicht was zu tun hat mit dem Privatleben, stimmt sie nicht, da ist sie perspektivisch nicht durchzuhalten. Man kann nicht anti-autoritäre Politik machen und zu Hause seine Kinder verhauen. Man kann aber auf die Dauer auch nicht zu Hause seine Kinder nicht verhauen, ohne Politik zu machen. Das heißt, man kann nicht innerhalb einer Familie die Konkurrenzverhältnisse aufheben, ohne nicht darum kämpfen zu müssen, die Konkurrenzverhältnisse auch außerhalb der Familie aufzuheben, in die jeder reinkommt, der also seine Familie anfängt zu verlassen. 1969 schreibt Ulrike Meinhof ein Drehbuch über Heimerziehung. Bambule erzählt die Geschichte einer gescheiterten, weil spontanen, weil nicht organisierten Revolte im Erziehungsheim. Wir machen eine Aktion. Was passiert? Bambule. Alles kaputt, die Bullen aus, Bums. Dann machen wir dem nochmal. Ach, die Weiber kriegst du doch zu nichts. Man muss eben mehr reden. Sehr viel mehr reden. Warum wir das machen? Was wir wollen. Den Bunker mit richtigen Sachen vollschreiben. Nicht mit Peter, I love you oder alle Scheiße. Was denn? Naja, nieder mit dem Lajuk oder Heime sind Gefängnisse. Na, und dass wir richtig bezahlt werden wollen. Dann kommst du nie raus. Ach Quatsch, wer Terror macht, den schmeißen sie raus. Wer sich gut führt, der wird vergessen, der wird schwarz hier drinne. Wenn du dich fügst, wirst du fertig gemacht. Verstehst du, Yves? Das war sozusagen das damals wirklich das Zentrum. Das war ihr unglaublich wichtig, über die Situation dieser Mädchen was zu erzählen und die Situation vor allem zu verbessern. Und was ihr neben der ganzen Dreharbeit auch wichtig war, war den Mädchen, die sie dann ja zum Teil sehr gut kannte, auch klarzumachen, dass sie selber ihre Situation verändern müssten. Und da gab es auch so eine schiefe Situation, dass sie also versucht hat, diese Mädchen zu schulen und wir uns einmal in der Woche, ich glaube, das war Donnerstag, wurde sich immer in einer Kneipe getroffen, wo sie dann richtig so Schulungsabende machen wollte und sie dann sehr, sehr geradezu verstört war, dass die Mädchen alle nicht erschienen und darüber war Ulrike geradezu verzweifelt. Es war überhaupt eigentlich, das muss ich noch dazu sagen, eine Sache, die mir aufgefallen ist bei Ulrike, dass sie immer wieder also von einer Sekunde zur anderen in doch ziemlich heftige Depressionen verfallen ist, also die geradezu in Abwesenheiten glänzten. Also ich erinnere mich, dass sie einmal irgendwann im Frühling bei mir in der Wohnung war und es war sehr schön und die Sonne schien rein und irgendwo standen Tulpen rum und dann war sie irgendwie ganz, ganz melancholisch und hat gesagt, es ist so schön und so viel Licht und die Blumen und warum kann man nicht so leben? Also es war irgendwie eine Ulrike, die ich sonst nie erlebt hatte, aber immer wieder passierte das mal, dass sie sehr traurig war eigentlich und irgendwie auch ihrem Leben sehr verzweifelt gegenüberstand. ...1969 versucht Ulrike Meinhof, die Macht in Konkret zu übernehmen und die Zeitung einem Kollektiv der außerparlamentarischen Opposition zur Verfügung zu stellen. Klaus Röhl kann die Aktion verhindern. Sie zerstört daraufhin mit einigen Gesinnungsgenossen die Villa, welche dein Vater zu dieser Zeit allein bewohnt, wenn er nicht bei meiner Mutter ist. Das ist ein merkwürdiger Tag gewesen. An dem Tag war sie auch bei meiner Mutter. Meine Mutter war ihre Steuerberaterin. Und meine Mutter las am nächsten Tag in der Zeitung, dass Frau Meinhof mit einer Gruppe von Leuten das eigene Haus überfallen hatte
und rief mich an und war völlig entsetzt, denn wie sie meinte, fast zur gleichen Zeit, aber in Wahrheit 2 Stunden früher, war sie bei meiner Mutter in der Wohnung gewesen, also in der Bürowohnung, und hatten sich sehr gemütlich und sehr schön über die Steuererklärung unterhalten. Ich glaube, dass es in der Kindheit liegt, dass sie keine Form gefunden hat, um mit Überzeugungen Lebenskultur zu entwickeln. Gegenüber dem Partner, also dem Ehemann, gegenüber der engeren Umgebung wurde alles in dieses ganz enge Korsett des Gut und Böse, der Treue und des Verrats gedrängt, sodass etwa kurz vor ihrem wirklichen Übertritt in den Untergrund, ja, bin ich in Berlin gewesen und habe sie nochmal gesehen. Da erklärte sie mir eigentlich, dass ihr Mann nun auf der anderen Seite sei. Ich konnte gar nicht genau verstehen, was sie meinte mit der anderen Seite. Von dem sie schon geschieden war, aber der war nun sozusagen ein Vertreter des Feindes. Und dieser Feind war inzwischen global, der war überall. 1968 hatten die späteren Mitbegründer der Roten Armee-Fraktion, Andreas Bader und Gudrun Ensslin, als Protest gegen den Vietnamkrieg und die Konsumgesellschaft 2 Frankfurter Kaufhäuser in Brand gesteckt. Ulrike Meinhof trifft sie während ihres Prozesses. In einem Artikel kritisiert sie die Aktion scharf, schreibt aber auch, das progressive Moment einer Warenhausbrandstiftung liegt nicht in der Vernichtung der Waren, es liegt in der Kriminalität der Tat, im Gesetzesbruch. Und es ist immer noch besser, ein Warenhaus anzuzünden, als ein Warenhaus zu betreiben. Von dem Moment an, wo der Bader irgendwie auftauchte, also den ich persönlich überhaupt nur 2-mal gesehen habe, aber man merkte also sofort, dass der einen großen Einfluss auf Ulrike hatte. Und Gudrun Ensslin? Ich glaube nicht, dass Ulrike am Anfang mit Gudrun Ensslin besonders gut war, weil die ja nun beide irgendwie an diesem Mann unsäglich dran hingen. Also, Ulrike auch? Ja. Hat sie mir mal gesagt, dass sie das Gefühl hätte, mit ihrem Bleistift in der Hand könnte sie nichts mehr verändern und dass sie einfach das aufhören müsste, Artikel zu schreiben, sondern sich an die Front begeben und irgendwie wirklich unter Umständen auch mit Waffen in der Hand zu kämpfen. Guerilla zielt darauf, den Mythos von der Allgegenwart des Systems und seiner Unverletzbarkeit zu zerstören. Stadtguerilla machen heißt, den antiimperialistischen Kampf offensiv führen. Entweder bist du ein Teil des Problems oder ein Teil der Lösung. Dazwischen gibt es nichts. Diesen Ausdruck, die Gruppe hat sie gezwungen, die Kinder zu verlassen, der ist so falsch. Aber natürlich kann man sagen, dadurch, dass sie in der Gruppe war, hat sie gezwungen, dass sie die Kinder verlassen musste. Das ist richtig. Also ich glaube, es gab nie von ihr den Entschluss, jetzt illegalisiere ich mich oder jetzt gehe ich in die Gruppe, wie es überhaupt am Anfang, glaube ich, bei keinem gegeben hat. Also man hatte sich grob verabredet, man war grob in der Diskussion darüber, dass man mehr Militanz notwendig war in die Konflikte, die sich ja jetzt außerhalb der Universitäten verlagert hatten. Aber man war nicht der Meinung, dass sich jetzt alle legalisieren sollten. Ja, und das ist eben sehr, sehr schnell passiert aufgrund dieser verunglückten Baderbefreiung, wie ich das mal bezeichnen möchte. Und sie war eigentlich ganz am Rand und sie wurde dadurch integriert, dass sie sich zur Verfügung stellte, bei dieser Badefahrt mitzumachen, aber als ganz normale Person und nicht als Aktionistin sozusagen. Und da es doch viel brutaler wurde, das heißt, jemand wurde dabei angeschossen, wurde die Sache plötzlich strafrechtlich relevant, das heißt, alle Leute sind geflohen, alle Leute waren illegal und sie auch.
Und sie kam dadurch in eine Situation, die sie sich vorher nicht so ausgerechnet hat. Das mag heute naiv klingen, aber das war so. Das heißt, das war gar nicht eine theoretische Entscheidung, weil man sich sagte, aus politischen Gründen muss das umgestellt. Das ist nicht der Punkt. Eine theoretische, die Leute haben sehr viel über Theorien geredet. Nur Leute kamen ja aus unterschiedlichen Lagern. Also Ulrike gehörte sicherlich mehr zu der intellektuellen Fraktion. Andere kamen dazu aufgrund ihrer antibürgerlichen Lebensweise oder überhaupt aufgrund ihrer existenziellen Lebensweise. Und das war nicht der Punkt. Der Punkt war der Schritt in die Praxis. Über den hat sie auch viel geschrieben und den Schritt in die Praxis zu machen. Und der ist dann auch so lapidar, wie es dann eben auch war. Und das ist der Punkt und nicht, was man sich denkt und an was man glaubt, sondern das dann auch konkret werden zu lassen in der Handlung. Also es ging ja auch damals um etwas wie den neuen Menschen finden oder den Menschen, der eben in der Lage war, diesen Kampf zu führen und eben auch die Gesellschaft zu verändern und auch bereit war, sich selbst zu verändern. Sie bildete auch einen gewissen Gegenpol zu Andreas Baader und Gudrun Ensslin. Das heißt nicht, dass die sich gestritten haben, zumindest nicht in der Anfangsphase, aber sie war einfach eine andere Person. Sie war alleine, die anderen waren ein Paar, später, als man noch viel mehr zusammengeschweißt war in der Gruppe, kann ich mich auch an sie erinnern, als eine Person. Also Ulrike war immer sehr gefühlvoll, auch in diesen Situationen. Wenn ich in Schwierigkeiten war oder ich traurig war oder ich irgendwas falsch gemacht hatte oder ich unsicher war, hatte sie auch ein gewisses mütterliches Verständnis. Das sind alles Beschreibungen, die natürlich solchen Personen völlig genommen wurden in der Zwischenzeit oder in der Zeit. Und das sollen jetzt auch nicht nur gute Beschreibungen sein, aber das sind, also von daher möchte ich schon sagen, war sie einfach etwas anders als die anderen, aufgrund ihres Alters, aufgrund dessen, was sie alles schon auch war, im Gegensatz zu uns und zu vielen anderen. Hatte sie denn dann eine führende Rolle, wenn es um Entscheidungen ging, oder wurde das dann im Nachhinein einfach auch nur, weil sie die bekannteste war? Nein, Simon, sie war schon eine wichtige Person in der Gruppe, ganz sicherlich. Ja, sicherlich. Im Mai 1972 verübt die Rote Armee-Fraktion im Zeitraum von nur 2 Wochen Bombenattentate in 6 deutschen Städten. Ziele der Anschläge, dem mehrere Unschuldige zum Opfer fallen, sind 2 Hauptquartiere der amerikanischen Armee, Polizeidienststellen sowie ein Gebäude der Springerpresse. Die Attentate lösen eine jahrelange Kollektivhysterie in Deutschland aus. Haben Sie denn Ulrike noch mal gesehen, als sie im Untergrund war? Darf man ja eigentlich nicht laut sagen, gell? Doch. Darf man das in der Zwischenzeit? Doch, ist verjährt. Ist verjährt? Ja. Ich prüfe noch mal nach. Ja, ist verjährt. Ja. Hoffen wir das Beste. Ja, ich habe sie gesehen. Sie ist noch einmal gekommen. Und wollte eine Matratze haben. Ja, oder 2. Und dann haben wir noch ein bisschen geredet. Dann habe ich natürlich mit ihr geredet, so gesagt, Mensch, warum machst du das? Und hältst du das auch? Wie kannst du das auch sagen? Ich könnte es nicht ertragen mit dem Gedanken, dass mir dauernd jemand im Rücken sitzt. Und da hat sie mir diese denkwürdige Antwort gegeben, dass sie gesagt hat, das ist doch gar kein Unterschied, ob ich als Arbeiterin in der Fabrik sozusagen immer den Vorarbeiter hinter mir habe oder ob ich immer gucken muss, ob die Polizei hinter mir ist. Da habe ich auch irgendwie gewusst, dass es einfach gar keine Chance gibt, also mit ihr da zu reden oder sie überhaupt noch zu erreichen, gell? Das war wenige Wochen vor ihrer Gefangennahme. Hat sie mich angerufen und wir haben einen Termin verabredet. Das war sehr kompliziert. Sie war damals in Hamburg und sie war sehr nervös, wollte Geld, konnten wir nur wenig geben. Mein Hauptzweck war aber, das hatte ich ihr gar nicht vorher gesagt, war sie zu überreden, ins Ausland zu gehen, den Kampf aufzugeben, ins Ausland zu gehen.
Und ich hatte einen über französische Freunde einen Fluchtweg nach Algerien. Und das wollte sie nicht. Sie war, und zwar irgendwie, sie hat es gar nicht erwogen. Es war wieder dieser Tunnel, nicht? Der geschlossene Raum, der keine Kommunikation mit der Außenwelt hatte. Nicht? Und nebenan dieser nervöse Bader, der dauernd also mit dem Fuß zappelte und hin und her rannte. Und sie ruhig und nervös, auch wieder mit diesem Finger. Und nein, leider. Liebe Regine und liebe Bettina, denkt nicht, dass ihr traurig sein müsst, dass ihr eine Mami habt, die im Gefängnis ist. Es ist überhaupt besser, wütend zu werden, als traurig zu sein. Das Gefühl, es explodiert einem der Kopf. Das Gefühl, die Schädeldecke müsste eigentlich zerreißen. Liebe Regina und liebe Bettina. Das Gefühl, es würde einem das Rückenmark ins Gehirn gepresst. Dass wir mit unserem Hungerstreik was erreichen. Das Gefühl, das Gehirn schrumpelt einem allmählich zusammen, wie Backobst zum Beispiel. Mami. Das Gefühl, man piste sich die Seele aus dem Leib, als wenn man das Wasser nicht halten kann. Liebe Regina und liebe Bettina. Das Gefühl, die Zelle fährt. Man wacht auf, macht die Augen auf, die Zelle fährt. Nachmittags bleibt sie plötzlich. Meine Idee, dass ihr mal sagen sollt, wie ich denn nun bei euch heiße, war, glaube ich, eine Schnapsidee. Rasende Aggressivität. Das ist das Schlimmste. Fertig. Es ist alles sehr schwierig. Klares Bewusstsein, dass man keine Überlebenschance hat. Gudrun weiß, dass ich nichts sage, wenn sie lügt. Es bleibt auch dabei, aber ich halte es nicht aus. Das Ziel ist der Kampf. Der Kampf erzeugt. Es gibt nur eine Befreiung von den vielen Arten von Tod in diesem System. Und das ist die Gewalt gegen die Schweine. Knarre, Bewusstsein und Kollektiv. Sie oder wir. Entweder bist du ein Teil des Problems oder du bist ein Teil der Lösung. Ulrike Meinhof hat sich am 8. Mai 1976, Jahrestag der Kapitulation des Dritten Reiches, umgebracht. Bleibt die Erinnerung an eine ganz ungewöhnliche Frau und der fortdauernde Schmerz, dass ein großer Entwurf schiefgelaufen ist. Es bleibt ein Bild von einem Menschen, von dem man gehofft hätte, dass es ihm gelingen würde, eine große, eine vorbildhafte Lebensphase zu beenden und der Kummer darüber, dass das misslungen ist. Was bleibt? Oh Gott, ich weiß es nicht. Man kann fast sagen, spannende Tragödie. Also aufregend und unendlich traurig. Und weil so viel an Kraft und Engagement und an Sehnsucht, vor allem Sehnsucht nach Freundschaft, nach normalem Leben, in einer Art von hyperpolitischem Weltanspruch gelandet ist, der den Zugang zum normalen Leben zerstört hat. Eine
Tragödie, die auch ein bisschen eine deutsche Tragödie ist, denn sie ist natürlich in dieser manichäischen Treue-Verrats-Dichotomie ist sie natürlich schon auch ein Ausdruck einer sehr deutschen Verführbarkeit. Einer sehr deutschen Verführbarkeit, radikal anständig zu sein und radikal sozusagen in den Orkus zu stürzen.